Gemeinsam mit den Grünen haben FPÖ und BTÖ eine Verfassungsklage gegen den Fiskalpakt eingebracht. Alle Oppositionsparteien, abgesehen vom Team Stronach, waren sich einig, dass dieser Fiskalpakt die Budgetheit des Nationalrates verletzt. Wie schauen Ihre Bedenken hinsichtlich des Fiskalpaktes denn aus konkret? Der Hauptpunkt ist schlicht und einfach die Frage, inwieweit die Budgethoheit des Nationalrates durch diesen Fiskalpakt ausgehebelt wird oder nicht. Das wird der Verfassungsgerichtshof jetzt zu klären haben, weil diese Problematik besteht ja nicht nur beim ESM, sondern auch beim Fiskalpakt. Inwieweit ist der demokratisch legitimierte und beauftragte Nationalrat noch budgethoheitlich autonom tätig und inwieweit nicht? Und da wird, glaube ich, wird diese Frage zu klären sein. Aber bei den Grünen weiß man ja nicht, was sie wollen. Das ist ja das nächste Problem. Hier haben die Grünen bei der Abstimmung im EU-Parlament, wie es um Eingriffe in die nationalen Haushalte gegangen ist, sogar dafür gestimmt. Und in Österreich stimmen sie dagegen. Die Frau Kollegin Lunacek und die Frau Kollegin Lichtenberger hat für diesen Eingriff gestimmt. Und ihre Abgeordneten, grünen Genossen im Nationalrat, bringen eine Beschwerde dagegen ein. Also das verstehe, wer will. Es ist eine gewisse Doppelzügigkeit und Doppelbödigkeit. Sie zeigt aber nur, dass die Grünen letztlich an diesem ganzen Sowjetprojekt neue EU, neue Rats-EU, dieses neue Bevormundungsprojekt sowjetisches Europa, dass sie da mitwirken. Und dieses sowjetische Europa bedeutet eben auch, in die Steuerpolitik, in die Haushaltspolitik der Mitgliedsländer einzugreifen und die Mitgliedsländer zu abhängigen Provinzen der Brüsseler Autoritäten zu machen.